So, ich glaube, es ist an der Zeit, dass wir einmal starten können. Ich bin hoffentlich zu hören und zu sehen. Ich würde gerne sagen, winkt einmal, wenn ihr das tut, aber das sehe ich sowieso nicht. Insofern, wir haben 2 Minuten nach 6. Ich sehe 128 Leute, ein paar Leute kommen nach. Ich glaube, ich nutze trotzdem die Gelegenheit, damit wir pünktlich starten, schon einmal Hallo zu sagen. Also herzlich willkommen zu diesem Webinar von mir und BenQ in Zusammenarbeit. Heute geht es um Workflow-Tipps und Hacks zu DaVinci Resolve. Die Höflichkeit gebietet normalerweise, dass man sich am Anfang vorstellt. Ich glaube, das kann ich mir jetzt in dem Fall sparen. Mein Name ist Andreas. Ich mache Zeug mit Videos und unter anderem DaVinci Resolve. Ich arbeite erst seit 2 Jahren mit diesem Programm, habe vorher eine lange Karriere mit Premiere Pro hinter mir, 15 Jahre, also ich beginne zu Schulzeiten, sprich schneide schon ziemlich lange und ja, bin irgendwann als halb leidenschaftlicher, halb gefrusteter Premiere-Nutzer zu DaVinci gewechselt und mittlerweile dabei, sehr, sehr intensiv mit dem Programm zu arbeiten und auf meinem YouTube-Kanal vielen Leuten möglichst vieles beizubringen, was ich selbst darüber weiß. Die Idee für das heutige Webinar ist die, dass man eigentlich fast alle Programmbestandteile, fast alles, was es rund ums Schneiden zu lernen gibt, ja eigentlich über YouTube-Videos oder sowas sich aneignen kann. Und was ich immer wieder merke, ist, dass ich auf irgendwelche kleinen Probleme stoße, irgendwelche Sachen, wo ich das Gefühl habe, dass ich sie unnötig kompliziert mache und wo oftmals so kleine Tweaks, kleine Hinweise, die man vielleicht selbst erst 100 Mal falsch oder kompliziert macht, bis man irgendwann auf die Lösung stößt, dass es davon viele, viele kleine Sachen gibt und ich für den heutigen Abend eine kleine Sammlung genau solcher Dinge erstellt habe, um Leuten, die schon mit DaVinci arbeiten können, dabei zu helfen, flottere, bessere Cutter zu werden. Ich bin felsenfest überzeugt, dass ich mindestens einen Punkt habe, den die allermeisten überhaupt nicht kennen werden, was mir lange Zeit immer jedes Mal einfach so einen richtigen What the fuck-Moment bereitet hat, wenn das Problem aufgetreten ist, wofür es eine ganz einfache Lösung gibt. Also einige solche Sachen möchte ich am heutigen Abend bringen. Gut, ich habe neben mir hier einen kleinen Zettel liegen, also wundert euch nicht, wenn ich immer wieder runterschaue. Wie gesagt, es ist didaktisch heute ein kleines Potpourri unterschiedlicher Tipps. Wir werden verschiedene Bereiche touchieren. Es geht viel ums Schnitt, es geht ein kleines bisschen ums Color Grading. Und ich möchte mich, bevor wir jetzt einsteigen, einmal kurz bei BenQ bedanken für den Rahmen, in dem das Ganze heute Abend stattfinden kann. Das ist ja im Rahmen der Monitor-Kampagne, die BenQ fährt. Ich selbst bin ja, wer meine YouTube-Videos kennt, auch Nutzer eines BenQ-Monitors. Den seht ihr da hinten. Das ist der PD3220U. Lustige Geschichte, wer mein damaliges Video über diesen Monitor gesehen hat, weiß eigentlich, dass ich den gerne als Referenzmonitor benutzt habe. Mittlerweile ist er zumindest aktuell mein Hauptmonitor, ganz zwangsläufig, weil der, wir nennen jetzt mal die Marke mit den 2 Buchstaben nicht, der andere Monitor hinter mir, den ich benutze, massive Kompatibilitätsprobleme mit den neuen M1 Max-Prozessoren und den Rechnern von Apple hat. Also das ist leider auch immer wieder ein Thema. Von daher ist der BenQ jetzt quasi geupgradet worden? Nee, ist ein großartiger Monitor. Ich nutze ihn, wie gesagt, sehr gerne zur Kontrolle der Farbtreue, der Ergebnisse. Ist aufgrund der Eigenschaften ohnehin für normales Arbeiten hervorragend geeignet. Jetzt sitze ich trotz allem direkt am Notebook, weil das ist ein bisschen mein Streaming-Setup hier. Und bevor ich euch jetzt weiter zublubbe, würde ich sagen, wir starten direkt ins Programm rein. Und ich starte einmal die Bildschirmübertragung. Sole, ihr solltet jetzt das Schnittprogramm sehen können. Ach so, und was ich noch sagen wollte. Zum einen ist, wenn ihr Fragen habt, es gibt noch einen Kollegen, den Bobby, der sitzt am Chat quasi und guckt drauf an. Wenn ihr Fragen habt, die irgendwas betreffen, was ich gerade erkläre, dann stellt die ruhig. Die können auch mal zwischen eingeworfen werden, das ist gar kein Problem. Generelle Fragen, dafür haben wir am Ende nochmal einen Rahmen. Wir werden jetzt so mal gucken, so eine Dreiviertelstunde ungefähr. Programm durchziehen, danach können wir alle generellen Fragen beantworten und Verständnissachen, wenn ich irgendwas zu undeutlich oder vielleicht über irgendwas zu schnell weggegangen bin, dann werf das gerne direkt ein, dann können wir darüber sprechen. Alle Teilnehmer kriegen am Ende auch eine Aufzeichnung, also ihr könnt das hinterher nochmal anschauen, das wird auch bei BenQ auf die Seite online gestellt und das wurde im Vorfeld gar nicht gesagt, ihr erhaltet im Anschluss auch noch eine Follow-up-Mail, denn ihr könnt mit ein ganz klein bisschen Einsatz auch noch hinterher was gewinnen, nämlich die Studio-Version von DaVinci Resolve, die wird verlost im Nachhinein. Trotz allem ist nahezu praktisch alles, worüber wir heute sprechen, unabhängig der jeweiligen Version. Also das sind allgemeine Workflow-Sachen, die könnt ihr auch, wenn ihr die kostenlose Version benutzt, anwenden. Okay, ich klicke einmal hier meine
User Interface Sachen beiseite und wir sind jetzt im Schnittprogramm drin. Ich werde am Anfang zwei, drei rudimentäre Sachen sagen, die einfach unheimlich wichtig sind für den Workflow. Das sind Dinge, die habe ich auf meinem Kanal, also Zuschauer meiner Kanäle, meines Kanals werden das mitunter kennen. Aber das sind Dinge, die sind so elementar, dass ich sie einfach immer und immer und immer wieder betonen muss. Und das allererste und wichtigste für den Workflow ist überhaupt eine Einstellung, die Blackmagic Design, wie ich finde, komplett sträflich bei einer frischen Installation von DaVinci Resolve einfach mal falsch eingestellt hat. Das Schlimmste, was für ein Workflow passieren kann, ist, dass euch ein Projekt wegcrasht. Und deswegen, so trivial es auch ist, gehe ich immer wieder darauf ein, wenn ihr in euren Einstellungen oben bei DaVinci Resolve auf die Preferences, also die Voreinstellungen, geht, dann kommt hier dieses Menü und rechts ist der Bereich User. So sieht das üblicherweise aus, wenn ihr bei Project Save and Load seid. Dann sieht nach einer neuen Installation des Programms standardmäßig der Bereich Save Settings so aus. Der Grund, warum ich hierauf hinweise, ist, dass wenn ihr an einem Projekt arbeitet und aus irgendeinem Grund stürzt euch das Programm mal ab, speichert DaVinci Resolve in der Regel nicht automatisch. Project Backups, also die Funktion, dass alle 10 Minuten ist die Voreinstellung, ich habe es mal auf 8 geändert, das Programm automatisch speichert, ist standardmäßig nicht aktiviert. Das finde ich furchtbar, weil das ist ein absoluter Lebensretter. Stattdessen ist allerdings auch nicht immer LiveSave teilweise aktiviert. LiveSave ist eine Funktion, die jeden einzelnen Klick, den ihr im Programm macht, automatisch speichert. Also jetzt könnte man sagen, eigentlich ja die bessere Funktion, weil so eine Art Instant-Speichern angewendet wird. Auf sehr potenten Maschinen mag das auch durchaus okay sein. Für schwächere Systeme kostet das spürbar ein Stück Performance und ist einer der Gründe, habe ich zumindest schon mal in Gesprächen gemerkt, dass Leute mal sagen, DaVinci Resolve läuft schlecht auf ihrem Rechner. Dann liegt es daran, dass standardmäßig teilweise LiveSave aktiviert ist. Das kostet Performance, weil es permanent während des Arbeitens immer wieder Zwischenstände speichert. Von daher, meine Empfehlung sozusagen für Performance und Workflow ist, deaktiviert LiveSave, aktiviert stattdessen Project Backups. Die obere Einstellung gibt an, alle wie viele Minuten das Programm automatisch speichert, macht irgendwas zwischen 5 und 10 Minuten, je nachdem, wie ihr es haben wollt. Und ihr werdet nie mehr als eben diese maximalen Minuten eines Projektstandes verlieren, wenn es mal crasht. Ist unglaublich, unglaublich wichtig. Und ich verstehe nicht, warum Blackmagic das so rum macht, standardmäßig. Okay, wir speichern. Und als allererstes will ich ein bisschen darauf eingehen, wie ihr den Prozess beschleunigen könnt, wenn ihr größere Mengen an Rohmaterial habt, die ihr sichten müsst. Das kann vorkommen, zum Beispiel, wenn ihr irgendwie ein Interview habt, wenn ihr eine Aufzeichnung von einer Veranstaltung, von einem Konzert, was auch immer habt. Ich habe es hier mal vor einem Dreh auf einem Workshop, das ist das bin leider ich selbst, ich muss auch auf Material zurückgreifen, das ich also problemlos jetzt hier verwenden darf. Es ist ein Interview, in dem ich selbst rede, in dem Clip nicht, so in dem Clip rede ich. Und häufig ist man in der Situation, ihr habt sehr viel Material und ihr müsst irgendwie schnell dem Ganzen Herr werden. Ihr könntet das alles durchgucken, kostet enorm viel Zeit. Hierfür gibt es ein paar Kleinigkeiten. Eine Einstellung, die ist mein persönlicher Lebensretter in solchen Situationen, ich habe sie auf meinem Kanal auch schon mal gezeigt, findet ihr, wenn ihr oberhalb eures Vorschaufensters auf der rechten Seite hier auf die 3 Punkte klickt, da klappt ein kleines Dropdown aus, nennt sich Show Full Clip Audio Waveform. Ein großes Feature, das es meines Wissens nach, ich will nicht lügen, in der Form immer noch nicht ein Premiere Pro gibt, was mich immer sehr genervt hat, nämlich die Möglichkeit, beim Abspielen eines Clips sowohl das Bild als auch die Waveform unten drunter zu sehen. Das hat einen riesigen Vorteil, wenn ihr zum Beispiel, jetzt hier in dem Fall ist es ein Interview, durchschaut, ihr seht direkt, wo ist was, wo ist nichts. Also ich kann jetzt hier direkt sehen, okay, der Interviewteil geht ungefähr hier los und ich brauche die, weiß nicht, 2 Minuten vorne dran mir gar nicht anschauen. Spart mir enorm, enorm viel Zeit. Gut, ich könnte jetzt hergehen und zum Beispiel einfach einen In- und Outpoint setzen. Mit den Kürzeln I und O geht das ja oder so. Outpoint muss man jetzt fast nicht setzen. Und das erstmal hier runterziehen. Ja, jetzt habe ich alles hier drin und erstmal wenig gewonnen. Das geht auch anders. Ich öffne nochmal hier in meinem Vorschaufenster das Ganze. Vielleicht merke ich das schon nach einer halben Minute oder so, der für mich interessante Teil vorbei ist. Also würde ich jetzt einfach mal abspielen, könnte das Ganze durchgucken. Jetzt müsste ich mir das aber in Echtzeit anschauen. Das ist auch langweilig. Deswegen möchte ich euch gerne mit 3 Tastenkürzeln bekannt machen. Und auch der Hinweis, ihr solltet vielleicht, oder es würde helfen, euch irgendwie einen Stift oder irgendwie ein Notizdokument aufzumachen, denn ich werde ein paar Mal heute auf Tastenkürzel eingehen. Aber auch immer auf den Hinweis, dass ihr die ja auch selbst belegen könnt. Es gibt 3 Tastenkürzel, das sind J, K und L auf der Tastatur. Was die machen ist, L spielt euch standardmäßig einen Clip vorwärts ab, J spielt ihn rückwärts ab, und K stoppt das Ganze.
Was ist der Nutzen gegenüber jetzt einfach Play-Taste drücken, also die Leertaste drücken, was ja auch abspielen würde? Diese Tastenkürzel sind kombinierbar, sprich, wenn ich L drücke, spielt es ab. Drücke ich nochmal L, spielt es doppelt so schnell ab. Nochmal L, spielt es dreimal so schnell ab. Ich höre dabei immer den Ton, wo ich jetzt nicht sicher bin, ob er für euch übertragen wird, aber doppelte Geschwindigkeit kann man sich problemlos angucken. Sprich, ich kann zum Beispiel mit Doppel-L einfach mit doppelter Geschwindigkeit durchgehen und mein Interview schon mal wesentlich schneller anhören. So, jetzt mache ich das. So, habe auf die Weise herausgefunden, hier hört es für mich auf. So, setze mit O meinen Outpoint. Und ja, jetzt könnte ich hergehen und das Ganze eben wieder unten in die Timeline ziehen. Das ist soweit jetzt gar kein Problem. Jetzt ist aber zumindest hier auf meinem kleinen Bildschirm das sozusagen die Ansicht umgesprungen. Ich müsste wieder meinen Clip anklicken, um wieder hier hinzukommen. Wenn ihr einen größeren Monitor habt, dann ist das nicht so das Problem. Dann kann man Vorschau- und Timeline-Monitor nebeneinander setzen. Also auch hier sind es wieder ein paar Mausklicks, die ich eigentlich gerne vermeiden würde, wenn ich sehr viele, also wenn ich eine sehr große Menge an Material habe. Deswegen lösche ich das jetzt nochmal weg und möchte euch auf die Append-Funktion hinweisen. Das ist was, das wird recht wenig genutzt. Ich muss sagen, ich habe es auch lange Zeit nicht genutzt. Ich weiß, es ist im TV-Bereich Newscutter arbeiten damit, sprich das Einfügen bestimmter selektierter Rohmaterialbereiche rein per Tastenkürzel kann einem bei großen Dateimengen unheimlich viel Zeit sparen. So, sprich, ich bin jetzt hier durchgegangen. Ich habe mit Doppel-L mein Material schneller gesichtet und statt jetzt einfach das runter in die Timeline zu ziehen, ich will euch erstmal erklären, wie die Funktion funktioniert, könnte ich den Clip hier per Drag and Drop nehmen. Wenn ihr mal an den rechten Bildschirmrand geht, ups, na, Entschuldigung, ihr müsst den Source Clip nehmen, an den rechten Bildschirmrand gehen, was jetzt, was er hier nicht tut. So, na, sollte normalerweise. Das Programm hat heute nochmal einen Bug. Dann erkläre ich es euch direkt per Shortcut. Also, ihr könnt mit einem Shortcut direkt das, was ihr selektiert habt, einfügen. Normalerweise funktioniert das auch, wenn ihr in den rechten Bildschirmrand geht. Dann wird hier so ein Overlay eingefügt. Keine Ahnung, warum man das jetzt gerade nicht tut. Der standardmäßige Shortcut hierfür ist ein bisschen kompliziert. Der lautet nämlich Shift und F12. Ich drücke den mal. Shift, F12. Und das Ganze wird direkt hier eingefügt. Ich könnte jetzt sozusagen, ne, wenn ich hier bin, direkt weiter durchgehen. Ich drücke Doppel-L, dreimal L, setze mein Inpoint, Doppel-L, gehe weiter durch, mache mein Outpoint, wieder Shift F12, bringe das runter. Und das Ganze wird immer nacheinander angereiht. Es gibt mehrere Möglichkeiten, diese Append-Funktion einzusetzen, also unterschiedliche Shortcuts. Teilweise setzen die das dann auch innen drin rein, zwischen zwei Clips. Ich finde, vieles davon ist nicht so praxistauglich, dass die Append-to-End-Funktion nennt die sich, also eben Shift und F12, ist die, die ich bei größeren, ja, oder bei längeren Clips sehr gern verwende, weil sie einfach das Material erstmal nacheinander anordnet. Und für so ein erstes Durchgucken, erstes Vorselektieren, ist das sehr praktisch. Es gibt andere Möglichkeiten. Man könnte auch, wie wir es ursprünglich gemacht haben, alles erstmal reinziehen und dann hier irgendwie durchgehen und diese Sachen rauskürzen. Aber so habt ihr von vornherein ein bisschen mehr Ordnung, weil ihr eben bei längeren Clips, ne, zack, schnell durchgeht. Also gerade Doppel-L, Doppel-L, Dreifach-L kann ich sehr empfehlen. Funktioniert nicht nur in der Vorschau, sondern funktioniert genauso auch hier in der Timeline. Ne, und dann per Shift F12 das Ganze einfügen. Und auf die Weise könnt ihr sehr schnell eine Timeline mit nur dem richtigen Material aufbauen. Hier der Hinweis, Shift F12, ich habe es jetzt erstmal wieder zurückgeändert. Ich benutze normalerweise einen anderen Shortcut, ist ziemlich kompliziert. Ich würde euch empfehlen, bestimmte häufig genutzte Funktionen auf eigene Shortcuts, die euch gut liegen, zu legen. Habe ich bei mir auch gemacht, erkläre ich euch heute noch einige. Das könnt ihr machen, wenn ihr abermals oben unterhalb im Menü unter den Preferences auf Keyboard Customization geht. Das ist jetzt kein Geheimnis, werdet ihr womöglich wissen. Und hier habt ihr nicht nur die Möglichkeit, um mal so an einem verregneten Sonntag ein bisschen die Shortcuts zu studieren, auf jeden beliebigen Shortcut zu klicken und unten zu gucken, was da funktioniert. Also ne, irgendwie Q hat diese Funktion, W hat jene Funktion, etc. Lässt sich auch kombinieren. Drückt Shift und E macht das, Shift und R macht das. Also hier gibt es wirklich quasi ein direktes Log. Gleichzeitig könnt ihr aber auch nach bestimmten Befehlen suchen und eben schauen, welchen Shortcut die haben. Ich gebe jetzt mal das Wort Append ein und hier ist es auch direkt Append to End of Timeline. Das ist der Shortcut, den ich eben benutzt habe. Der liegt hier bei Shift und F12. Wenn ich jetzt anklicke,
könnte ich jede beliebige andere Kombination oder auch mal eine einzelne Taste eingeben und dann wird das ausgetauscht, abspeichern und auf die Weise könnt ihr euren eigenen, ja, euer eigener Shortcut-Standard anlegen. Sehr, sehr praktisch, kann ich euch empfehlen, eigene Shortcuts zu nutzen. Okay, Hi Andreas, ich würde dich dann gerne einmal bitte. zuschalten. Genau, Ja, ich habe hier gerne. schon Fragen von den Teilnehmern. Die erste Frage wäre, gibt es einen Grund, warum du nicht mit dem Speed Editor arbeitest? Dieser hat ja Definitiv. Tasten dafür. Das fragt Genau, den Tobias. gibt es auch. Also zum einen, ich selbst besitze ihn gar nicht. Ich hatte zwar mal ein Video gemacht, aber da hatte ich ihn nur von Blackmagic ausgeliehen. Als ich meine Version von Resolve gekauft habe, gab es den noch nicht dazu. Das heißt, für mich wären es extra 300 € gewesen. Als ich den getestet habe, habe ich für mich gemerkt, es ist ein tolles Tool, wenn man die richtigen Zwecke, also die richtige Art zu schneiden, verwendet. Denn der Speed Editor ist hauptsächlich auf die Cut-Page optimiert, also auf den ganzen Workflow der Cut-Page. Als ich es im Dezember, also im vergangenen Dezember, getestet habe, waren die Möglichkeiten, ihn in der Edit-Page, in der ich hauptsächlich arbeite, zu nutzen, sehr, sehr rudimentär. Also da hat er mir tatsächlich das Leben fast komplizierter gemacht, als es genutzt hat. Ich weiß, durch einige Updates sind mittlerweile mehr Funktionen hinzugekommen, den auch in der Edit-Page zu nutzen. Aber mein Gefühl war, dass eben für diese Page, für die Edit-Page, ist er nach wie vor nicht in erster Linie ausgelegt. Und diese Art zu schneiden, also diese Art, via Source-Tape, durch Sachen durchzugehen, das ist wirklich nahezu komplett auf die Cut-Page zugeschnitten. Und das ist sozusagen die Paradedisziplin des Speed-Editors. Ich arbeite sehr viel nonlinear, auch jetzt zum Beispiel schnelles Raussuchen von Material. Das ist in einem Projekt so der erste Schritt. Danach kommt viel kleinteiliges Unterschneiden. Und dafür ist dann zum Beispiel der Speed Editor meiner Meinung nach schon, zumindest für meine Art zu arbeiten, nicht mehr das geeignete Tool. Aber das kann jeder frei entscheiden. Also ich habe auch gemerkt, man braucht ein Stück Gewohnheit, um daran zu kommen. Vielleicht habe ich nicht ausreichend Einarbeitungszeit investiert. Okay. Patrick hat hier nochmal einen Tipp für, warum das mit dem Drag and Drop nicht funktioniert hat. Source plus Timeline Monitor aktivieren, um es per Drag and Drop zu machen. Könnte das das Problem beheben? Könnte sein, ja. Das Problem ist nämlich, ich kann das hier auf meinem kleinen Bildschirm gar nicht machen. Das Okay. ist nämlich wahrscheinlich das Problem, ja. Okay. Ich bin jetzt hier eben an meinem Streaming-Tisch direkt auf dem kleinen Laptop. Und auf kleineren Bildschirmen hat man gar nicht die Möglichkeit, zwei Bildschirme, also Timeline und Source, nebeneinander zu legen. Normalerweise sitze ich ja am größeren und dann geht es da wahrscheinlich. Das dürfte tatsächlich das Problem gewesen sein. Okay, super. Aber ich wollte eigentlich auch nur sozusagen dieses Overlay zeigen, damit ihr mal gesehen habt, was es für Optionen da gibt. Denn ich nutze das nie, das an den rechten Rand zu ziehen. Das wäre ja letztlich noch viel komplizierter, als den Clip gleich runter in die Timeline zu ziehen. Also ich nutze von all den Append-Funktionen diese eine, Append to End, die eben standardmäßig auf Shift 12 liegt. Und da würde ich euch empfehlen, nehmt irgendwie ein eigenes Kürzel, am besten eins, was irgendwie nahe der linken Hand ist oder so, weil die ist meistens ja auf der Tastatur und die rechte an der Maus. Okay, ich würde noch eine Frage stellen, dann Ja, wäre es bitte. das auch mit der Unterbrechung. Und zwar von Leland fragt, was waren nochmal die Shortcuts für die In- und Out-Points? Das ist I und O. Also ihr könnt einerseits hier, ihr seht ja mein Bildschirm noch, diese beiden Knöpfchen drücken. Ich gehe irgendwo hin. Zack, Inpoint und zack, Outpoint. Aber auch hier wieder ist ein Mausklick, also nutzt lieber I und O für In und Out. Okay. Und das war mein Stichwort. Ich bin wieder out. Raus. Sehr gut, alles Bis klar. dann, Das ist doch Andreas. ein gutes Stichwort, weil das Ziel sozusagen, wenn man den Workflow beschleunigt, sollte immer sein, so viel wie möglich mit der Tastatur zu machen und so wenig wie möglich mit der Maus. Das betrifft auch die ganze Timeline-Bedienung. Beispielsweise, wenn ich irgendwie einem Einsteiger erkläre, wie man sich durchnavigiert, ne, dann hat man hier die Elemente, um zum Beispiel rein und raus zu scrollen oder hier unten den Balken, um links und rechts zu scrollen. Dinge, die man also gerade rein und raus scrollen, was man ja wirklich häufig macht. Hier kann ich euch nur empfehlen, arbeitet viel mit der Alt-Taste. Die Alt-Taste ist euer Freund. Gerade für das Scrollen, Alt-Taste gedrückt halten und Mausrad drehen, zoomt rein und raus. Steuerung-Taste gedrückt halten und Mausrad drehen, fährt nach rechts und links. Das ist in beiden Fällen viel schneller, als sozusagen mit der Maus nach den jeweiligen Balken hier zu suchen. Ihr könntet das rein- und rauszoomen zum Beispiel auch mit den Tasten Plus und Minus machen. Ich glaube, es müssen allerdings. Na, das funktioniert bei mir tatsächlich nicht. Ich bin nicht sicher, ob sie Plus und Minus auf dem Nummernblock sein müssen, da direkt hier auf der Tastatur. Nutze ich selbst nie. Sieh, deswegen funktioniert es gerade auch nicht, weil auch hier wieder, ich müsste umgreifen, um zu Plus und Minus zu greifen. Meine linke Hand, die immer auf der Tastatur ist, die ist nicht bei Plus und Minus, die ist links hier im Bereich von WASD.
da komme ich mit dem Daumen super an die Alt-Taste. Deswegen, ich würde mir dieses Umgreifen lieber sparen und nutze fürs Navigieren durch die Timeline Alt und Steuerung in Kombination mit dem Mausrad, um mir hier ganz viel Zeit zu sparen. Was ich auch empfehlen kann, oftmals, wenn man neue Elemente einfügt, irgendwas oben drüber legt, wir machen mal schnell Texteffekte oder sowas, ist jetzt erstmal ganz egal. Stapelt sich das schnell, wenn ihr kleine Bildschirme habt, wird es hier oben mal irgendwie eng und teilweise wupp, sieht das dann auch mal so aus, wenn es irgendwie zu groß ist. Wenn ihr dann hier rüber geht und sie ran klein zieht, vergeht wieder unheimlich viel Zeit, man muss hochscrollen, um das zu machen. Hier hilft die Taste Shift wieder in Kombination mit dem Mausrad. Da könnt ihr ganz schnell eure Timeline groß und klein scrollen. Also gerade wenn eine Timeline, wenn ihr mit vielen Spuren übereinander arbeitet, hilft sehr. Manchmal muss man aber auch rausscrollen, weil zum Beispiel Dinge wie die hier die kleinen Marker für Fade-In-Effekte, die sind, wenn die Spuren ganz klein gescrollt sind, sind die gar nicht verfügbar. Also das ist quasi das Vergrößern und Verkleinern der Spuren ist was, was man öfter machen muss. Auch hier tut es euch nicht an, das groß und klein zu ziehen, sondern nutzt die Shift-Taste, um rein und raus zu scrollen. Okay, das waren jetzt eigentlich erstmal grundlegende Bedienungssachen. Jetzt kommen wir zu was sehr Schönem, was ich jeden wirklich als, man kann sagen, grundlegende, sie sollte euch in Fleisch und Blut übergehen, Art zu schneiden empfehlen kann. Und das ist hier der Trim-Modus. Nutzt den Trim-Modus. Standardmäßig ist ja der Selection Mode oder Shortcut A aktiviert. Der Selection Mode macht, dass ihr hier alles anklicken könnt, ihr könnt Sachen verschieben und so weiter. Ne? Ihr könntet jetzt irgendwie auch hier einen Eckpunkt nehmen oder sowas. Ihr könntet mit Shortcut B etwas schneiden. Das ist das ganz normale Zeug, was ihr machen könnt. Der Trim-Mode ermöglicht euch einige schöne Sachen, die ich euch jetzt zeigen möchte. Also, ich hau mal kurz, ich geh mal zurück. Wir nehmen dieses komische Interview jetzt weg und packen schnell einige Clips in die Timeline. Das kann jetzt ganz willkürlich sein, ist vollkommen okay, egal. So, jetzt gehe ich hier durch und möchte vielleicht irgendwie hier einen Schnitt setzen. Was könnte ich machen? Also einerseits wirklich das Komplizierteste sozusagen, auf die Klinge drücken oder die Taste B drücken und wirklich mit der Maus hier einen Schnitt setzen. Und dann muss ich wieder mit A zurückgehen, dann muss ich den anklicken und dann muss ich ihn auch noch löschen und dann ist hier eine Lücke und dann müsste ich alles nehmen und schieben. Absolute Katastrophe, kann ich also niemals so machen. Die etwas smartere Variante wäre schon, hinzugehen und mit dem Shortcut Steuerung B einen Schnitt zu setzen. Der setzt nämlich immer genau dort, wo euer Marker ist, den Schnitt. Und dann könntet ihr hier euren Clip anfassen und statt ihn zu entfernen, könnt ihr die Ripple-Delete-Taste drücken. Das ist standardmäßig, glaube ich, die Entfernen-Taste auf der Tastatur. Also die Backspace-Taste ist standardmäßig sozusagen einfach löschen und Lücke hinterlassen. Und die Entfernen-Taste ist standardmäßig das hier, dass ihr einen Clip entfernt und direkt die Lücke schließt. Ich habe es bei mir umgelegt, deswegen musste ich es eben nochmal löschen. Das ist schon gar nicht so verkehrt. Aber noch viel besser ist es, wenn ihr zum Beispiel den Trim-Modus aktiviert und alternativ einfach die Taste T drückt. Und dann könnt ihr zum Beispiel hier an einen Schnittpunkt gehen und einen kompletten Clip ziehen. Was passiert hier gerade? Der Unterschied zu, wenn ich im Selection-Mode, also meinem normalen Pfeil bin und würde jetzt hier zum Beispiel eine Kante nehmen, dann würde ich hier einfach einen Clip kürzen. Das macht Sinn, wenn ich eine Lücke oder sowas haben will. Oder ich kann statt sozusagen den Rand, ne, hier greife ich den Rand. Ihr seht, das ist so diese abschließende Klammer. Statt den Rand zu nehmen, könnte ich ja auch direkt auf den Schnittpunkt gehen. Hier sieht das Symbol anders aus. Dann verschiebe ich den Schnittpunkt nur. Aber was ich stattdessen mache, wenn ich im Trim-Modus bin und wieder an den Rand gehe, dann trimme ich den vorderen Clip, also ich kürze ihn und ziehe gleichzeitig meine komplette Timeline rechts nebendran hinterher. Das ist eine super elegante Möglichkeit, um ja ganz präzise irgendwie mein Bild zu kürzen. Ihr seht jetzt hier oben im Source Monitor sozusagen auch in der linken Bildhälfte, wo mein Bild enden würde. Und ich hinterlasse gar keine Lücken. Also auf die Weise kann ich ein bisschen die Fehlerhaftigkeit reduzieren. Gleichzeitig funktioniert es auch auf der anderen Seite, wenn ihr also den Anfang nehmt. Ups, jetzt bin ich verklickt. Und jetzt könnt ihr sozusagen den rechten Clip einziehen. Das ist eine super Möglichkeit. Wenn dieser Schnittpunkt einmal aktiviert ist, also sozusagen grün markiert ist, könnt ihr stattdessen auch, wie der Shortcut-Alarm, Komma und Punkt nehmen. Komma und Punkt sind Standard-Shortcuts. Ich zeige euch mal, was die machen. Die verschieben euch einen Clip immer um ein Frame.
Das ist super. Komma und Punkt sind sowieso Klassiker, kann ich empfehlen, sollte man immer können. Auch einen normalen Clip, wir sind jetzt nicht im Trim-Modus, wir sind im normalen Selection-Modus. Auch da könnt ihr einen Clip quasi verschieben. Hier wird jetzt nichts getrimmt, es wird einfach nur rumgeschoben. Immer um ein Frame, sehr präzise. Beziehungsweise alternativ, wenn ihr die Shift-Taste gedrückt haltet, zusammen mit Komma und Punkt, wird es immer um eine ganze Sekunde verschoben. Ich mache es wieder zurück. Und genauso ist es eben auch im Trim-Modus. Hier wird ja nichts verschoben, sondern eben ein Clip wird gekürzt, aber genauso auch mit Komma und Punkt. Und hier könnt ihr super präzise Feinanpassungen machen. Also wenn ich irgendwie was enden lassen will oder es war ein bisschen zu viel gekürzt, ne, jetzt kann ich den Clip, wenn ich den Punkt drücke, auch wieder nach rechts verlängern und schiebe meine ganze rechte Timeline mit. Stattdessen müsste ich sonst, wenn ich hier quasi eine Lücke hätte, die mir zu kurz ist oder so, sie ist sozusagen zu kurz, dann müsste ich jetzt wieder einen Platz machen, müsste was nach rechts schieben, müsste das wieder auffallen. Also es ist total furchtbar. Von daher, Trim kann ich ganz, ganz, ganz schwer empfehlen. Und zu guter Letzt will ich euch noch einen Shortcut ans Herz legen, der sozusagen der ultimative Endgegnerbesieger ist, wenn es darum geht, Lücken schnell zu schließen. Ich hatte ja vorhin schon gesagt, ihr könnt zum Beispiel per Steuerung B eine Lücke setzen, also einen Schnitt setzen. Ihr könnt per Entfernen diese Lücke mit Ripple Delete schließen. Aber es sind immer noch zwei Tasten, die ihr drücken müsst. Stattdessen gibt es die Funktion, jetzt muss ich kurz lesen, wie die heißt, weil ich kenne immer nur den Shortcut, Ripple Trim to End oder Ripple Trim to Playhead. Macht Folgendes, ich zeige es euch mal. Ich sage, ich möchte gerne an dieser Stelle einen Schnitt setzen und ich möchte alles vorne dran löschen. Dann drücke ich eine Taste und ihr könnt es vielleicht nicht genau sehen, was passiert das ist, ich mache es mal hier, er löscht quasi alles links vom Marker und schließt direkt die Lösche. Geht genauso auch auf der rechten Seite. Wenn ich, so, was habe ich gemacht? Das sind die Funktionen Ripple Trim to End oder Ripple Trim to Playhead. Das Blöde ist der standardmäßige Shortcut, auf den die gelegt sind. Ich glaube, irgendwas mit Shift, Control und W oder sowas. Den kann sich absolut kein Mensch merken. Deswegen habe ich mir diese Funktion auf Q und W gelegt. Ich gehe gleich mit euch nochmal in die Keyboard Customizations, damit ihr es lesen, damit ihr es sehen könnt. Will aber nochmal kurz demonstrieren, warum das so genial ist und warum das so ein großer, ja, einfach Helfer ist. Denn wenn wir jetzt mal ein paar Sachen kombinieren, die ich euch schon gezeigt habe, zum Beispiel, ihr geht mit L schnell durch irgendwas durch, sagt, okay, hier fängt mein Clip eigentlich erst an. Dann drücke ich jetzt in meinem Fall die Q-Taste. Und alles bis zu diesem Punkt vorne wurde gelöscht und direkt wurde die Lücke geschlossen. Ich kann es weiterhin durchgehen, merke, ach okay, hier endet vielleicht der interessante Teil für mich schon. Dann drücke ich jetzt in meinem Fall W und der komplette restliche Clip wird gelöscht und wenn jetzt noch was rechts neben dran gewesen wäre, wird es aufgefüllt. Wir gehen kurz mal in die Keyboard Customizations, weil ich kann euch sehr empfehlen, legt euch hierfür einen eigenen Shortcut an. So, ich gebe mal die Tastenkombination Ripple ein. Ah nee, entschuldige. Trim muss es, glaube ich, sein. Trim and to. Entschuldigt, manchmal muss ich einfach gucken, unter welchen Begriffen man das hier ist es, genau. End to, und dann hier findet ihr unter Ripple End to Playhead. So heißt gar nicht mit Ripple oder Trim, sondern heißt End to Playhead. Den Shortcut habe ich mir auf W gelegt und kann euch das genauso empfehlen, also End to Playhead oder die andere heißt Start to Playhead. Findet ihr dann wieder hier unter dem Shortcut Ripple. Schreibt euch gerne auf, End to Playhead oder Start to Playhead. Das setzt euch einen Schnitt und löscht euch alles links davon innerhalb dieses Clips und schließt die Lücke oder alles rechts davon innerhalb des Clips und schließt die Lücke. Unheimlich praktische Sache. Okay, gut. Jetzt gehen wir mal weiter zu einigen Sachen, die euch ebenfalls viel Zeit sparen können und manchmal so einen leichten komischen Beigeschmack bei der Benutzung von DaVinci Resolve hervorrufen können, weil sie nicht ganz selbsterklärend sind. Ich hau wieder ein paar Clips in die Timeline. Erstmal irgendwas. Und jetzt gehen wir gleich mal in den Color-Bereich. So, ich möchte hier irgendwas kolorieren. Ich brauche nur ein paar Clips, weil ich will das gleich auch Grades kopieren. Eine Frage, die ich häufig gestellt bekomme, ist, wenn ich irgendwas bearbeite, irgendwie was grade und ich möchte das auf vielen Clips drauf haben. Wie gehe ich da am besten vor? Da kann es eben manchmal tatsächlich auch Probleme geben. So, ich brauche, um euch zu demonstrieren, wie das funktioniert, muss ich jetzt hier kurz noch eine Stabilisierung drauf anwenden, denn wir machen das kurz.
Da gibt es nämlich eine Besonderheit zu beachten, wenn ihr mit Stabilisierungen in Kombination mit Color Grading arbeitet. So, also. Wir gehen jetzt mal irgendwo hin in diesen Clip. Ich gehe rüber in die Color Page und so, räume erstmal kurz auf. Genereller Tipp zum Thema Workflow: Räumt euch immer alles weg, was ihr nicht braucht. Ich finde es furchtbar, dass immer so hier gerade Clips und Timelines immer da ist. Meistens brauche ich immer nur eins von beiden, in der Regel nur Clip. Also aufgeräumte Oberfläche hilft immer sehr. So, jetzt in dem Fall mache ich aber mal alles weg, denn ich möchte Platz haben. Okay, mal angenommen, ich möchte hier diesen Clip graden und ich möchte das hinterher auf andere Clips anwenden. Wie mache ich das? Wir machen ein ganz grobschlächtiges Grading dieses Bildes, was ohnehin fast nichts aussagt. Wir machen es einfach mal, ich weiß nicht, rot, ganz egal. So, jetzt möchte ich gerne, dass dieses Bild und dieses Bild auch rot sind. Hier gibt es verschiedene Möglichkeiten. Zum Beispiel könnte ich jetzt hergehen und einfach diesen Clip kopieren, ganz normal, Steuerung C oder Control C, wenn ihr am Mac seid, und nicht Steuerung V, weil sonst würde ich den ganzen Clip kopieren, sondern Alt V. Dann öffnet sich das hier, Paste Attributes. Wenn das jetzt gerade zu viele Shortcuts waren, ihr könnt alternativ auch einen Rechtsklick machen, Paste Attributes, dann öffnet sich das. Das ist, wenn ihr es noch nicht kennt, erkläre ich es kurz, ein sehr praktisches Fenster, denn es ermöglicht euch, bestimmte Attribute eines Clips auf einen anderen Clip drauf zu kopieren. Also in dem Fall könnte man nicht nur zum Beispiel die Position oder irgendwie einen Crop, den wir vielleicht gemacht haben, auch Effekte, Plugins, die draußen, selbst die Lautstärkeeinstellungen, auf einen anderen Clip drauf kopieren, sondern zum Beispiel in diesem Fall auch das Color Grading. Kann ich jetzt machen? Ups. Entschuldigt, das habe ich jetzt gerade tatsächlich den, jetzt habe ich meinen roten Clip überkopiert. So ein Quatsch. So. Also, wir haben den roten Clip, den kopiere ich jetzt und dieses Color Grading paste ich jetzt hier drauf und jetzt ist der andere Clip auch rot geworden. Es ist also einfach das komplette Grading drauf kopiert worden. Das kann ich auch mit mehreren machen. Ich markiere die komplette Reihe, Alt-V, paste und dann wird hier alles rot. Das wäre eine Möglichkeit, das zu machen. Ist aber, wie ich finde, nicht die eleganteste, zumal man immer hin und her wechseln muss. Gehen wir zurück und ups, löschen mal kurz die Gradings und ich zeige euch, wie es ein bisschen eleganter geht. Also es gibt im Prinzip zwei Möglichkeiten. Es gibt mehrere Möglichkeiten, aber es gibt zwei, die ich häufig verwende, wenn ich Looks auf andere Bilder drauf kopieren möchte. Das eine wäre schlicht und einfach die Möglichkeit hier mit dem Rechtsklick. Ihr habt diesen Clip, ihr möchtet gerne, dass dieser Look drauf kopiert wird. Rechtsklick, also habt markiert den Clip, der eingefärbt werden soll. Rechtsklickt auf den Clip, von dem ihr den Look nehmen wollt und klickt auf Apply Grade. Dann wird hier das angewendet, was hier drauf ist. Eine andere Möglichkeit wäre, dass ihr einen Clip, der schon gegradet ist, rechtsklickt und Grab Still macht. Was das hier macht, ist sozusagen, dass es diesen Look abspeichert in eurer Stills Gallery. Das ist, was wer mein Grundlagen-Color-Grading-Tutorial von vor einem Jahr auf meinem Kanal gesehen hat, kennt diese Funktion. Hier auf der linken Seite ist ja der Gallery-Browser. Entschuldigt, wenn ich da jetzt ein bisschen schnell drüber gehe. Ich gehe mal davon aus, dass das grundlegende User Interface euch so ein bisschen vertraut ist. Und in diesem Gallery-Browser könnt ihr euch Looks abspeichern. Sprich, all diese Einstellungen, die ich hier gemacht habe, und ich gehe jetzt mal hier und mache das irgendwie blau. Speichere das, hoppala, muss man auf das Bild draufklicken, speichere das ab und dann wird mir sozusagen dieser Grade, dieser Look abgespeichert als ein Still. Diesen Still kann ich jetzt nehmen und einfach auf einen anderen Clip kopieren. Ich habe den genommen und draufgezogen. Der große Unterschied ist also, während ich mit Apply Grade einfach irgendwas, was ich schon in der Timeline habe, auf einen bestimmten Clip drauf kopiere, kann ich diese Stills für später und auch für den nächsten Tag abspeichern und immer wieder aufrufen. Ist also ziemlich elegant. Ich möchte euch jetzt auf ein Problem hinweisen, was im Zuge mit diesem Kopieren von Clips immer wieder passiert und mich total oft genervt hat und Zeit gekostet hat. Und deswegen habe ich auch die Stabilisierung vornehmen müssen. Ich glaube nur, ich habe jetzt im Zuge meiner grobschlächtigen Rumkopiererei sie gelöscht. Also ich stabilisiere nochmal irgendeinen Clip. So, ihr seht es, es ist ein bisschen reingecroppt worden. Dieser Clip ist jetzt stabilisiert. Ein Problem, was passiert? Wenn ich jetzt diesen Clip einfärbe, ich kopiere mir jetzt mal per Apply den Grade von hier. Habt ihr gemerkt, was passiert ist? Ich zeige es euch nochmal. Ich gehe nochmal mit STRG Z zurück. Guckt mal auf den Crop.
In dem Moment, wo ich den Grade hier drauf kopiere, wird mir nämlich die Stabilisierung quasi überschrieben und gelöscht. Das heißt, DaVinci kopiert mir nicht nur meinen Look rüber, sondern überschreibt noch mehr Parameter, obwohl ich das gar nicht will. In dem Fall zum Beispiel auch die Stabilisierung. Also ich nehme nochmal den Clip, apply Grade, zack. Und macht mir die Stabilisierung raus. Hat mich unfassbar oft aufgeregt, weil in der Regel stabilisiere ich im Schnittprozess, grade erst hinterher und habe mir unheimlich oft damit die Stabilisierung wieder weggehauen. Der Grund dafür ist wieder so ein bisschen so eine Eigenartigkeit. Die Lösung findet ihr oben im Menü unter dem Punkt Mark. Hier gibt es den Punkt Keyframe Timeline Mode. Dieser Mode zeigt euch, offen gesagt, ich finde, der Begriff ist nicht so richtig selbsterklärend für diese Problemstellung, zeigt euch, was kopiert wird, wenn ihr Parameter, in diesem Fall quasi den Grade, auf einen anderen Clip drauf kopiert. Nämlich alles, nur die Farbe oder auch Positionierungsinformationen. Standardmäßig ist immer alles angeklickt und genau das ist das Problem. Ich klicke mal auf nur Color. Jetzt gehe ich hier noch einmal zurück. So, und wenn ich jetzt wieder mein Grade rüber kopiere, wird auch nur der Grade genommen, ohne dass die Stabilisierung rausgenommen wird. Das ist eine Kleinigkeit. Ich weiß auch aus Gesprächen, dass es teilweise Leuten gar nicht auffällt. Ich glaube, mir ist es auch lange Zeit nicht aufgefallen, bis ich irgendwann so gemerkt habe, hey, wo sind meine Stabilisierungen hin? Und also, wie ich finde, eine ganz wichtige Sache, damit man sich nicht die Arbeit doppelt und dreifach macht, denn oftmals habe ich nach dem Graden dann bestimmte Clips nochmal nachstabilisieren müssen. So. Genau, jetzt möchte ich, wo wir gerade beim Thema Kopieren sind, euch noch auf einige weitere Punkte hinweisen, die manchmal Probleme verursachen können, beziehungsweise unnötig Zeit fressen. Hat damit zu tun, wie so ein bisschen das generelle Kopier- und Einfügeverhalten in DaVinci ist. Und da gibt es einige Sachen, die ihr elegant umschiffen könnt. Also nehmen wir mal an, wir haben, ich weiß nicht, ich räume jetzt mal kurz hier ein bisschen was beiseite. Ich habe mir jetzt hier was geschnitten. So, das hier habe ich mir geschnitten. Mach mal irgendwie so ein bisschen eine Markierung. Und ich möchte mir gerne, habe ich hier irgendwo Musik? Genau, hier habe ich Musik. Vielleicht habe ich mir hier einen anderen Bereich schon genommen oder sowas. So, ich möchte gerne diesen Abschnitt nehmen und ihn an einer anderen Stelle, ups, an einer anderen Stelle einfügen. Hier vorne. Ich habe irgendwas kopiert. Ich möchte es irgendwo einfügen. Entschuldigt, dass ich das so ein bisschen willkürlich zurechtgebaut habe. Es geht darum, dass ich euch ein Problem mit dem Kopier- und Einfügeverhalten erklären möchte. Also, an dieser Stelle möchte ich gerne ein Stück Musik, was hier schon liegt, auch nochmal hier einfügen. Ich habe es markiert. Steuerung C. Ich möchte es einfügen. Steuerung V. What the? DaVinci, anders als andere Programme, fügt nämlich nicht an der Stelle ein. Na, jetzt schon. Fügt nicht an der Stelle ein, wo der Marker ist. Der Grund, warum es das eben nicht gemacht hat, und so, jetzt schon, ist, dass sobald ihr einen Bereich in eurer Timeline hier mit einem bestimmten, mit In- und Out-Points markiert habt, was man oftmals zum Beispiel dann tut, wenn man irgendwas rausrendert oder sowas, sobald ihr das gemacht habt, fügt DaVinci nur noch innerhalb dieses markierten Bereichs Dinge ein. Also egal, wenn ich jetzt hier sage, fügt mir hier was ein, zack, macht er nicht. Fügt es hier ein, an irgendeiner komischen Stelle, am Ende auch noch, nicht mal am Anfang. Macht gar keinen Sinn. Hat mich auch sehr häufig genervt. Ich habe es nicht ganz verstanden, warum, bis ich einmal gemerkt habe, okay, beim Schneiden solltet ihr gucken, dass ihr es tunlichst vermeidet, solange ihr keinen Grund habt, Markierungen, also In- und Out-Points in der Timeline zu haben. Die könnt ihr löschen mit Alt und X. Und sobald ihr das gemacht habt, könnt ihr auch wieder problemlos überall, wo ihr wollt, Dinge einfügen. Ist alles in Ordnung. So. Ein anderes Problem, was es manchmal geben kann, ist, vielleicht liegt der Clip, den ihr kopieren und irgendwo einfügen wollt, zum Beispiel jetzt nicht hier praktischerweise schon in der unteren Timeline, sondern er liegt irgendwie in der oberen oder so. Ihr wollt ihn gerne hier jetzt einfügen, unten drunter, fügt ein, Mist, jetzt wird was überschrieben. Wie kann man es das machen, dass DaVinci etwas nicht überschreibt, wenn ich etwas einfügen möchte? Das könnte man irgendwie mal hier klicken, ne? Standardmäßig ist ja hier diese Spur aktiviert. Ich klicke mal hier unten. Nee, Mist, macht's nicht. Wird immer noch überschrieben. Hier gibt es die Funktion des Auto-Track Selectors. DaVinci wählt quasi nach eigenem Gusto aus, auf welche Spuren bestimmte Dinge angewendet werden. Zum Beispiel das Einfügen von Clips, aber auch ein Schnitt. Jetzt mit Steuerung B einen Schnitt machen würde, macht DaVinci so ein bisschen nach eigenem Gusto, sagt, ja, ich glaube, hier soll dieser Schnitt gemacht werden. Das kann man vermeiden. Ich meine, ich könnte jetzt natürlich hergehen und sagen, ich mache irgendwie, ich sperre meine Spur. Das geht ja hier mit diesem
Mit diesem Log-Symbol, dann würde zum Beispiel ein Schnitt zumindest auf den unteren Bereich nicht mehr angewendet werden, nur noch auf den oberen. Aber für mein Kopierproblem löst es mir nichts, weil ich habe mal gerade auf Steuerung und V und mir wird hier nichts eingefügt, weil die Spur gesperrt ist. Stattdessen muss ich den Auto-Track-Selector, wenn ich den deaktiviere, nehme ich temporär bestimmte Spuren von automatischen Bearbeitungsschritten aus. Sorry, dass ich das jetzt so verklausuliert formuliere. Ich zeige euch, was es macht. Also in dem Moment, wo diese Spur jetzt sozusagen mit dem Auto-Track-Selector deaktiviert ist, würde nichts mehr hierauf eingefügt werden, wenn ich irgendwas deaktiviere. Sonst mache ich das auch nochmal, deaktiviere hier diese Spur, füge wieder etwas ein, es wird mir unten drunter gebracht. Ebenso, wenn ich aktiviere das mal wieder, einen Schnitt setze, Steuerung B, dann wird auch der, ich gehe mal näher ran, nicht auf dieser Spur gesetzt, wo gerade der Auto-Track-Selector deaktiviert ist. Deswegen, ich hoffe, das ist jetzt nicht zu abstrakt gewesen. Aufgrund der Zeit heute versuche ich all diese Funktionen so ein bisschen durchzurattern. Also merkt euch mal Auto-Track-Selector, aktiviert ihn mal und gerade so, wenn man ein bisschen im Schnittprozess ist, ich habe ja diese Situation jetzt sehr künstlich herbeigeführt, dass ich mir irgendwo was platziere und es einfüge, aber man hat immer mal was, will es irgendwo rausnehmen, will es irgendwo einfügen, überschreibt sich versehentlich was, habe ich mir schon die Haare gerauft, wie sonst was. Und der Auto-Track-Selector ist hier also die Lösung, um sich ganz elegant und temporär mal eine Spur nicht zu sperren, denn ihr könnt sie immer noch, das ist der große Unterschied zum Log-Symbol, ihr könnt sie immer noch ganz normal bearbeiten, aber es werden keine Schnitte, keine Einfügeprozesse und so weiter darauf angewendet. Und das ist sehr praktisch. So, und zu guter Letzt, jetzt lass mich gucken, dass ich hier gerade nichts vergessen habe. Und zu guter Letzt möchte ich euch noch einen, es ist jetzt weniger ein Workflow-Hack, sondern eher eine Art Standard-Workflow zeigen, weil ich ganz oft gefragt werde, so gibt es denn irgendwie so eine Art, so ein Standard-Vorgehen, wenn man ans Color Grading rangehen möchte? Spoiler vorweg. Gibt es jetzt nicht so richtig, aber ich möchte euch ein Standardvorgehen zeigen, wie ich, wenn ich nicht viel Arbeit reinstecken möchte, ans Grading von Clips rangehe. Das heißt, jetzt mal angenommen, wir wollen keine Kunst produzieren, sondern wir wollen irgendwas schneiden und einfach dafür sorgen, entschuldigt bitte, dass die Bilder hinterher sauber sehen, dass sie zueinander passen. Also nur so eine rudimentäre Farbkorrektur und weniger ein Grading. Ich lösche alles raus. Ich packe mir mal, so einen Drohnen-Shot oder sowas rein. So, den habe ich jetzt hier und ich möchte ihn graden. Ich klicke mir wieder kurz meine Oberfläche beiseite und ich arbeite dafür mit vier Nodes. Nodes, ich erkläre es nicht, ihr wisst in der Regel, wie es funktioniert. 1, 2, 3, Alt-S erzeugt euch eine neue Node und die erfüllen alle eine bestimmte Funktion. Ich kann euch für die Übersicht, auch hier wieder Hashtag Workflow, nur sehr, sehr empfehlen, A, löst alle Schritte, die ihr im Color Grading macht, immer auf einer einzelnen Node aus und benennt diese Node. Auch hier sind wir wieder beim Stichwort Shortcuts. Es gibt einen Shortcut für diese Funktion hier, Node Label. Den habe ich mir auf die Taste S gelegt. Einfach deswegen, weil Alt S macht mir eine neue Node. Dann lasse ich die Alt-Taste los, drücke S und dann kann ich es benennen. Ne, und habe mir die ganze Node gleich benannt. Das heißt, meine erste Node, die nenne ich CS, was für Color Space steht. Die zweite Node nenne ich mir Exposure, was für Belichtung steht. Ihr könnt natürlich komplett eigene Namen wählen. Die dritte nenne ich in der Regel WB, WB, White Balance, also Weißabgleich. Und die vierte nenne ich Color. Das ist so ein Standardvorgehen, geht in Fleisch und Blut über. Diese vier Nodes hat man schnell rausgerotzt, die ich schnell anwende. Color Space, da muss ich kurz ausholen. Das soll jetzt ja kein grundlegendes Color Grading Tutorial werden. Wenn ihr Material habt, das einfach mit den Standard-Bildprofilen eurer Kamera aufgenommen ist, könnt ihr euch das hier sparen. Aber wenn ihr mit Dingen wie Log-Profilen arbeitet, Hybrid-Log-Gamma, was es da so alles gibt, also diese ganzen erweiterten Farbräume und so weiter, dann könnt ihr ja nicht sofort drauf losgraden, sondern müsst eben nicht nur die Belichtung anpassen, sondern oftmals auch den Farbraum anpassen. Wenn euch das jetzt irgendwie Fragezeichen auslöst, dann schaut gerne mal bei mir auf dem Kanal. Im September gab es ein Video zum Thema Farbräume zu den Erklärungen. CS, also ich zeige es euch einfach mal schnell, weil, wie gesagt, es ist jetzt eine grundlegende Funktion. Es gibt den Effekt des Color Space Transforms in DaVinci. Den zieht ihr hier rauf. Damit könnt ihr einfach euren Farbraum anpassen. Sprich, der Farbraum, der dem Material zugrunde liegt, in den Standard-Bildschirm-Farbraum konvertieren. Das hier ist ein Drohnenmaterial. Deswegen wähle ich jetzt das DJI-Format. So, Degamut. Guckt mal drauf. Sieht auch sofort besser aus. Shortcut D.
deaktiviert euch übrigens temporär eine Node. So, mit der ersten Node praktisch habe ich jetzt meinen Farbraum richtig reingebracht. Die zweite Node benutze ich, um die Belichtung zu optimieren. Hier ist meine Faustformel: Achtet auf die Highlights und die Schatten und bringt alles innerhalb eures sichtbaren Bereichs. Hier unten sind ja die Scopes. Die zeigen euch an, wo eure Bildinformationen sind. Falls sie ein bisschen zu schwach sein sollten, was durch komisches sich selbst verstellen in DaVinci manchmal passiert, könnt ihr hier auf dieses Symbol drücken. Ich weiß nicht so richtig, wie man es benennt. Und die Sichtbarkeit verbessern. Das stellt sich nämlich gerne mal von selbst zurück, warum auch immer. Zeigt mir jetzt zum Beispiel an, ich habe fast nichts in den Schatten. Also ne, dieser untere Bereich, da sind gar keine Informationen. Hier oben brennt mir was aus. Also wäre jetzt ohne groß nachzudenken, mein Standardhandgriff: Ich bringe die hellen Bereiche Gain ein bisschen runter. Das ist leider tatsächlich hier ausgebrannt. Und die Schattenbereiche ebenfalls ein bisschen runter. Es kommt ein bisschen aufs Material an, ob ihr hier was rausholen könnt. Das Log-Material von DJI ist da ziemlich knallhart. Es schneidet tatsächlich oben ab. Die allermeisten Kameras nehmen sogenannte Super-Wides auf. Das heißt, sie nehmen noch ein paar Prozent Bildinformationen auch über dem weiß geklippten Punkt auf. Dann kann man tatsächlich hier sogar was rausziehen. Jetzt in dem Fall sozusagen würde ich es einfach lassen, so wie es ist. Okay, also sozusagen der Schritt hier war einfach nur, dass ich gucke, dass oben und unten das Ganze jeweils anschlägt. WB White Balance wäre einfach, um einen Weißabgleich zu korrigieren, wenn ich einen Farbstich drin habe. Habe ich jetzt in etwa nicht, könnt ihr auch grob euch daran orientieren, dass eure drei Scopes in etwa gleich sein sollten. Also hier zum Beispiel in den hellen Bereichen ist Blau ein bisschen schwächer, das könnte man leicht ausgleichen, aber das ist tatsächlich jetzt Makulatur. Also im Wesentlichen passt das. Und der Color-Bereich ist das, wo, wenn ich irgendwie eine grundsätzliche Farbanpassung machen möchte, ich jetzt einfach hergehen würde und entweder wahlweise mit dem Offset-Regler so einen kleinen Farbstich reinbringe, oder das ist jetzt eine Einschränkung, die, glaube ich, nur in der Studio-Version geht und auch nur seit Version 17, den Color-Warper. Den benutze ich ganz gerne. Auch hierzu, ich erkläre euch nicht, wie er funktioniert. Ihr findet einen Haufen Tutorials zum Thema Color Warper. Der ist ganz simpel. Damit klickt ihr einfach nur auf den Bereich im Bild und könnt sozusagen diesen individuellen Farbton verschieben. Macht jetzt bei dem Material nicht so viel, weil das meiste hier ist grün. Also wenn ihr jetzt sozusagen im blauen Bereich geht, ne, ihr sitzt hier unten, dann verschiebt ihr sozusagen nur diesen blauen Bildbereich. Genau. Und das wäre ein grundsätzlicher Aufbau von Grading. Also ich kann euch sehr empfehlen, nehmt euch immer einzelne Nodes, beschriftet sie, macht euch einen Shortcut fürs Node-Labeln. Das macht das Ganze viel, viel einfacher und lässt es so ein bisschen in Fleisch und Blut übergehen, weil auch ich neige dazu, manchmal aus Faulheit mir einfach entweder mehrere Nodes schnell hinzumachen, sie nicht zu benennen oder alles auf eine Node drauf zu klatschen. Wenn ich hinterher nochmal ins Grading gehen will und sehen möchte, was habe ich denn hier angewendet, dann kann man es hinterher immer nie wieder auseinander dechiffrieren. Deswegen vier Nodes, Standard, alles einfach. White Balance braucht man teilweise nicht. Color braucht man manchmal auch nicht, wenn ihr gar nichts einfärben wollt. Und Color Space, beziehungsweise statt Color Space könntet ihr natürlich auch einfach eine LUT, eine S-Log-LUT oder sowas, C-Log draufknallen. Braucht ihr nur, wenn ihr entsprechend in einem anderen Farbraum aufgenommen habt, also irgendwie ein Log-Profil benutzt habt. Okay, wir haben jetzt 7:10. Ich hoffe inständig, dass ich euch jetzt nicht überfahren habe. Ich weiß, wenn ich mich in Rage rede, dann geht das teilweise etwas schneller. Und gerade weil das jetzt keine Erklärung einer einzelnen Funktion war, sind wir jetzt durch viele Bereiche durchgehopst. Und ich habe euch oft mit Shortcuts zugeschmissen. Aber deswegen habt ihr die Möglichkeit, hinterher das Ganze ja auch nochmal anzuschauen. Wie gesagt, ist dann in, ich schätze, ein paar Tagen auf der BenQ-Webseite online und euch bestimmte Funktionen nochmal anzugucken. Also ich kann euch, um kurz eine Zusammenfassung zu geben, schwer empfehlen, prägt euch ein bisschen das Arbeiten mit der Trim-Funktion ein. Das erleichtert es unheimlich, präzise Anpassungen an der Timeline zu machen, ohne permanent Lücken zu verursachen. Belegt euch eigene Shortcuts für Start-to-Play-Head und End-to-Play-Head, also diese Schnitte, wo ihr direkt Lücken schließen und Bereiche löschen könnt, ist unheimlich praktisch. Merkt euch das Problem mit dem Kopieren von Grades, was euch die Stabilisierung löscht. Hat mir wirklich sehr viel Kopfzerbrechen bereitet und arbeitet immer sauber, wenn ihr euch hier ein Node-Tree aufbaut. Und wie gesagt, das ist ja ganz simpel, was wir jetzt gemacht haben. Okay, ich hätte noch verschiedene Sachen auf meiner Liste, würde aber mit Blick auf die Zeit jetzt erstmal sagen, ich gebe einmal rüber zu dir und wir gucken, was an Fragen gekommen ist, um da vielleicht drauf eingehen zu können.
Ich höre dich übrigens nicht. Ich weiß nicht, ob ich dich hören sollte. Jetzt hörst du mich wahrscheinlich. Ich war auf stumm gestellt. Ja, ich wollte mich nur bedanken für dieses interessante Webinar, Andreas. Und ja, wir freuen uns als BenQ, dich hier als Experten auch hier zu haben. Und ja, es sind einige Fragen zustande gekommen und ich würde sie dir einfach mal direkt stellen, damit wir keine Zeit Bitte. verlieren. Bitte. Genau, die erste Frage wäre, wäre es möglich, die Speed Editor Keys mit anzugeben? Inwiefern mit anzugeben? Das Also, dass ich wurde jetzt sehr schnell. quasi nennen sage, welche Keys auf dem Speed Editor das dem jeweils entsprechend wahrscheinlich. Also, wenn Ja, das das. gemeint war, dann leider nein, weil wie gesagt, ich besitze ja keinen Speed Editor, ich nutze den auch nicht. Da kann ich Okay. euch nur empfehlen, guckt, also schaut ins Handbuch des Speed Editors rein, beziehungsweise gibt es Tutorials, die euch genau die Tastenbelegung erklären. Denn im Prinzip ist ja auf dem Speed Editor sind die meisten Tasten ja direkt schon mit Trim oder ähnlichem betitelt. Ich weiß, dass trotzdem einige Sachen nicht ganz selbsterklärend sind. Also ich habe sicherlich 1, 2 Wochen gebraucht, um überhaupt erstmal warm zu werden und zu verstehen, wie der funktioniert. Aber es wird auch nicht für alle Sachen, die ich jetzt gesagt habe, Speed Editor Clips. Shortcuts geben und meines Wissens nach können die Buttons auf dem Speed Editor auch noch immer nicht selbst belegt werden, was sehr praktisch wäre, wenn es ginge. Von daher ist man da auch ein bisschen eingeschränkter. Wie gesagt, der Speed Editor ist für einen sehr bestimmten Workflow vorgesehen und soweit ich informiert bin, auch mehr oder weniger nur dafür wirklich gut zu gebrauchen. Okay. Die nächste Frage wäre, gibt es eine Möglichkeit, via Tastatur von Timeline zu Source Clip zu wechseln? Ich setze gerne mal im falschen Fenster die In-and-Out-Markierung. Ja, gibt's und ich glaube, das ist sogar die Taste Q, die ich bei mir überschrieben habe mit der Start-to-Play-Head. Da müsste ich jetzt aber mal reingucken, irgendwie mal schon so Switch. Nee, geht doch mal bei euch in die Einstellungen, guckt, was die Taste Q bei euch bewirkt. Ich kann es ja, bei mir ist es ja die Start-to-Play-Head-Funktion. Ich meine, da war tatsächlich irgendwas, dass das dazwischen hin und her wechselt. Wenn nicht, müsste ich tatsächlich nochmal nachgucken. Also ich selbst mache diesen Handgriff zumindest in der Regel immer mit der Maus. Deswegen, ich glaube, es ist nagel mich drauf, guck mal, ob es cool ist. Ansonsten, was haben wir noch? Ach so, nächste Frage. Sorry, genau, Ja. weil ich kann die ursprünglichen Ja. Belegen jetzt gerade nicht genau bei mir einsehen. Tut mir leid. Genau, hier schreibt Thomas, Q ist Source Timeline Viewer, richtig. Ja, okay. Ja, nächste Frage wäre dann, wegen welcher Funktion nutzt du die Studio-Version von DaVinci? Oh, wegen ganz vielen. Auch dazu hatte ich mal ein eigenes Video gemacht. Also zum einen ist es tatsächlich der technische Unterbau. Die Studio-Version nutzt wesentlich besser die vorhandene Hardware. Das heißt, wenn ihr einen einigermaßen potenten Rechner habt und DaVinci ruckelt, dann bevor ihr viel Geld irgendwie für aktuell massiv überteuerte Grafikkarten ausgibt, die Studio-Version, also oder umgekehrt, die Gratis-Version nutzt nur sehr eingeschränkt, wenn überhaupt die GPU. Zum Beispiel habt ihr keinerlei GPU-Beschleunigung beim Exportieren, bei ganz vielen normalen Arbeitsschritten nicht. Also es geht nicht mal um Effekte, die ihr nicht nutzen könnt, sondern um die Performance beim ganz normalen Schneiden, die in der Studio-Version besser ist, weil die Gratis-Version zu einem geringen bis gar keinen Prozentteil auf die GPU zurückgreift, sondern ausschließlich eure CPU nutzt. Und wie viele wissen, ist DaVinci Resolve unheimlich stark auf die Grafikkarte optimiert. Also das ist auch immer so die Frage, was soll ich aufrüsten, RAM oder sonst irgendwas? Nee, die Grafikkarte ist es. Und die Studio-Version verbessert die Performance enorm. Und ansonsten gibt es ein paar kleine Sachen. Was ich zum Beispiel sehr gerne mag, ist in der, entschuldigt, ich muss mal gerade hier das Webinarfenster wegklicken, in der Color Page eben diesen erwähnten Color Warper, wo ich glaube, dass der nur in der Studio-Version verfügbar ist, ebenso wie die Möglichkeit mit Magic Masks zu arbeiten, was es ja seit Version 17 gibt. Das ist so eine Rotoskopierfunktion. Sehr, sehr, sehr praktisch. Also alle KI-gestützten Effekte generell, kann man sagen, sind ja nur
in der Studiofassung verfügbar. Und da gibt es viele tolle Sachen. Zum Beispiel auch beim Verlangsamen, wenn ihr quasi digitale Zeitlupe erzeugen wollt. Auch dazu, ich möchte nicht in Eigenwerbung versinken, habe ich mal ein Video gemacht. Dann gibt es eine Funktion, die sich Speedwarp nennt, findet ihr unten im Inspektor. Die ist zum Beispiel auch nur in der Studio-Variante verfügbar. Also DaVinci hat viele tolle KI-Funktionen. All die sind der Studio-Version vorbehalten. Und da es ein einmaliger Kauf ist, 300 € sind, wenn man nur hobbymäßig schneidet, eine Stange Geld. Ich glaube, jeden, der das zum Beispiel als Alternative zum Premiere-Abo oder sowas in Erwägung zieht, ist das ein No-Brainer. Dazu überwiegen die Vorteile und es ist eine Einmalzahlung. Ich Okay. werde nicht von Blackmagic hierfür bezahlt. Sehr gut. Aber du hast auch ein Video dazu. Dann können sich die Leute das Ja, auch mal genau. angucken. Ja, okay. Ja, super. Die nächste Frage wäre von Frank. Wie kann ich im Mediapool am einfachsten sehen, welche Videos ich bereits in der Timeline habe? Ja, ganz einfach. Sobald ihr im Media Pool in einem Clip In- und Out-Point setzt, guckt mal hier auf diesen Thumbnail, dann seht ihr schon mal, dass diese Linien sind. Na, dann seht ihr so schon, könnt ihr durchgucken, was bereits vormarkiert ist. Und sobald ein Clip in der Timeline ist, dann ist hier unten drunter ein roter Balken, der euch genau anzeigt, welcher Bereich in der Timeline ist. Auf die Weise seht ihr sozusagen anhand dieser roten Markierung, was alles schon drin ist. Okay. Ich würde jetzt sagen, weil wir jetzt schon bei ja, fast 19 Uhr ist, wir stellen dir noch so Also von fünf meiner Seite Fragen. aus, so viele wie du bereit bist, Zeit mitzubringen. Okay, alles klar. Dann stelle ich dir jetzt noch ein paar Fragen. Ist diese Schnittfunktion auch nutzbar, wenn man mehrere Spuren übereinander hat und die obersten schneidet? Bei mir werden in allen Die. unterhalb liegenden Spuren auch Teile entfernt. Moment, ihr meint die Trim-Funktion? Wahrscheinlich, Moment, wir setzen. Wir das schon kurz. Bauen es mal auf. Ups. So, ich muss kurz mal meinen Selector. So, das heißt, wenn ich jetzt hier im Trim-Mode bin, ups, und was lösche, dann wird, wie ihr seht, der komplette Bereich mitgeschoben. Insofern, ich wollte es demonstrieren, aber um die Frage zu beantworten, ja. Wenn nicht, dann habt ihr womöglich diesen Autoclip-Selector deaktiviert. Aber normalerweise, ne, ich bin T. Wenn ihr so schneidet, wird immer alles mitgezogen. Wenn das mal nicht passiert, wieder Shortcut-Alarm, den Shortcut Y kann ich euch auch nur wärmstens ans Herz legen. Der markiert nämlich immer alles. Jetzt, in dem Fall, warum macht das denn den oberen Spur nicht? Na, so, der markiert alles, was rechts von eurem Marker ist. Also, wenn ich jetzt mal den Marker hier vorne hinbringe, drücke Y, wird alles markiert, was rechts davon ist. Wenn ich Alt und Y drücke, wird alles auf allen Spuren markiert, was rechts davon ist. Also das ist jetzt zwar nicht die Antwort auf die Frage, aber das ist nochmal, vielleicht weil wir so viel jetzt übers Lückenschließen gesprochen haben, auch ein Shortcut, den ich ganz oft verwende, um mir irgendwie mein Material hinzuschieben, weil fast immer, wenn ich arbeite, habe ich noch irgendwas, was vorne dran liegt, weil ich arbeite nicht immer am Ende, ich arbeite auch mal zwischendrin oder so. Und dann habe ich, selbst wenn ich nicht an all meine tollen Tipps halte, die ich jetzt euch eben gepredigt habe, vielleicht doch meine Lücke. Und deswegen nutze ich ganz oft Y oder Alt-Y, um auf quasi mein ganzes Material rechts auf einen Schlag zu markieren und dann schieben zu können. Aber wie gesagt, Antwort auf die Frage ist, normalerweise sollte es genau so funktionieren, wie jetzt hier demonstriert. Okay. Ja, dann kommen wir zur nächsten Frage. Die schnellste Weise, verschiedene Schnittversionen einer Szene zu erstellen und zu vergleichen. Also wenn ihr quasi irgendwie Material habt und verschiedene Varianten des Schnitts anlegen wollt, sehe ich jetzt weniger irgendeine spezielle Funktion, sondern einfach verschiedene Möglichkeiten, wie ihr das machen könnt. Also ihr könntet natürlich jetzt irgendwie, ihr habt irgendwas geschnitten, geht her, kopiert euch das, legt es irgendwie hinten dran und schneidet hier nochmal anders. Also macht euch verschiedene Iterationen in eurer Timeline. Könnte ein bisschen unübersichtlich werden. Leichter wäre es wahrscheinlich schlicht und einfach die komplette Timeline quasi, die hier als Datei liegt, hier bei mir übrigens nicht, weil ich wieder geschlampert habe und sie irgendwo anders hingelegt habe. Aber ihr habt ja die Timeline als Datei im Media Pool liegen und dass ihr die einfach nehmt, kopiert, neu benennt und dann auf die Weise hin und her wechselt. Da kann ich euch auch einen Tipp geben. Es ist die bessere Variante, mit verschiedenen Timelines zu arbeiten. Ich lege jetzt hier mal neue Timelines an, also Rechtsklick, Timeline, Create New Timeline. Und hier kann ich euch nämlich auch den Tipp geben, wenn ihr das macht,
Schaut mal hier, Mitte links gibt es diesen Button, wo ihr Timeline Options habt. Und hier ist gleich oben links der erste Button, die Funktion Stacked Timelines. Wenn ihr den anklickt, ist jede Timeline, die ihr mal offen habt, in Premiere zum Beispiel ist das die Standardoption, wird euch hier so als eine Registerkarte angelegt. Also dann könnt ihr sehr leicht zwischen allen Timelines, die ihr offen habt, hin und her wechseln. Von daher wäre das wahrscheinlich meine bevorzugte Variante. Schneidet, kopiert die Timeline, aktiviert Stacked Timelines und dann könnt ihr direkt zwischen den einzelnen Timelines mit unterschiedlichen Schnitten hin und her gehen. Okay, Frage beantwortet, denke ich mal. Gut, nächste Frage wäre zum Color Grading. Color Grading vor oder nach dem Color Space Transform? Ich habe beides schon gesehen. Witzigerweise habe ich auch beides schon gesehen. Ich würde antworten, also den Color Space Transform als allererstes. Man sagt ja normalerweise die Noise Reduction, also Rauschreduktion, wenn nötig, als allererstes. Ich wurde da lustigerweise auch neulich drauf angesprochen, und ich konnte auch nicht viel mehr sagen, außer ich mache es immer am Anfang. Und Leute, die ich kenne, also ich bin mit dem Tim Jemax auf YouTube vom Farbkanal, ist ein sehr kompetenter Kolorist, mit dem bin ich viel im Austausch. Von daher, ich würde es an den Anfang setzen. Ich habe vom logischen Durchdenken auch noch nicht wirklich einen Grund gesehen, warum es überhaupt Probleme machen sollte, egal ob am Anfang oder am Ende. Ich finde es einfach logischer, quasi am Anfang mein Bild in den Farbraum zu bringen, wie es auch sein soll, und das dann weiter zu bearbeiten. Das ist für mein Hirn einfach didaktisch logischer, als ein falsches Bild zu bearbeiten und am Ende den richtigen Farbraum zu transformieren. Da die ganzen Notes aber non-destruktiv sind, dürfte es meinem technischen Wissen nach eigentlich keine Rolle spielen, ob es am Anfang oder am Ende gemacht wird. Okay. Ja, dann die nächste Frage. Kann man den Color Space Transform inklusive Eingaben abspeichern für eine Farbraumumwandlung, die man immer wieder benutzt? Ihr könntet den Color Space Transform einfach als Still zum Beispiel abspeichern. Also ich lege es gerade mal wieder irgendein Bild rein. Der Color Space Transform ist ja nichts anderes als ein Effekt, der auf einer Note liegt. Wenn ich den jetzt jemand mache, das ist jetzt vollkommen falsch natürlich so. Und ich würde mir den nehmen und als Still abspeichern, landet er ja hier in meiner Galerie. Den kann ich mir jetzt auch benennen. Wenn ich jetzt mal CS Transform oder so. Und wenn der jetzt nicht schon hier liegt, könnte es ja sozusagen mein allererster Handgriff sein, immer diesen Color Space Transform draufzulegen. Also das ist nichts anderes als ein Grade, als ein abgespeicherter Look, der nur aus einer einzigen Note mit dem Color Space Transform besteht. Das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, das zu machen. Okay. Dann wäre die nächste Frage, in anderen Tutorials wurde erst Helligkeit und dann erst Color Space angepasst. Spielt die Reihenfolge, das ist das Das gleiche dürfte dieselbe wahrscheinlich. Frage sein, wie wir es eben hatten. Okay. Also wie gesagt, ich weiß auch, dass es beides gibt. Ich glaube, ich habe häufiger die Variante gesehen, erst Color Space, aber hier fehlt mir jetzt sozusagen auch das technische Wissen, wie DaVinci im Hintergrund arbeitet. Ich glaube, dass es von meinem Verständnis der non-destruktiven Arbeitsweise eigentlich keinen Unterschied machen dürfte. Und wie gesagt, für mein logisches Empfinden würde ich zuerst den Color Space transformieren. Okay. Welches Betriebssystem würdest du für DaVinci Resolve vorziehen? iOS oder Windows? Also iOS schon mal gar nicht, wahrscheinlich macOS. Ist schwer zu sagen. Also ich habe, wie gesagt, ich sitze jetzt gerade an einem der neuen MacBooks, was, muss man einfach so sagen, eine absolut übertrieben perverse Geschwindigkeit hat. Das ist wirklich, habe ich so in der Form in einem Rechner noch nicht gesehen. Es ist ganz klar, dass ihr, wenn es reine Preis-Leistungs-Verhältnis wichtig ist, mit einem stationären Desktop-PC immer noch am besten zurechtkommt. Ich glaube, vom Betriebssystem selbst, also von der Art zu arbeiten, würde ich jetzt keinen Unterschied sehen. Ich habe mit beiden gearbeitet. Es ist so, dass im mobilen Bereich, wenn ihr ein Laptop-System haben wollt, ist mit Erscheinen der neuen Macs, muss man aktuell sagen, gibt keine besseren Mobilgeräte als das, was die Performance betrifft. Es ist aber so, die Kiste, an der ich jetzt gerade arbeite, kostet fast 5.000 Euro. In dem Preisbereich könnt ihr euch eine Höllen-PC-Maschine zusammenbauen. Und dieses Gerät hat jetzt zum Beispiel die GPU-Leistung, und ich hatte ja gesagt, die GPU ist das Wichtigste, ungefähr auf dem Niveau einer mobilen GeForce 3080. Die Desktop-GeForce 3080 ist nochmal 50% schneller. Also ihr könnt vom Preis-Leistungs-Verhältnis her euch
einen besseren Windows-PC bauen, wenn es ein stationärer ist. Im Laptop-Bereich ist Mac momentan tatsächlich preis-leistungsmäßig das Bessere. Von der Bedienung her, Jacke wie Hose, würde ich sagen. Also da will ich sozusagen nicht den Betriebssystemkrieg anfeuern. Geschmackssache. Okay. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir auch schon zur letzten Frage. Es sind auch noch ein paar weitere, aber wenn das jetzt wirklich wichtige Fragen sind, dann würde ich die an dich weiterleiten. Vielleicht, Ansonsten, wenn es genau. ganz dringend ist, auf meinem Kanal postet unter einem vielleicht halbwegs thematisch bezogenen Video, aber ich habe ja auch Tutorials dazu. Vielleicht findet ihr die Lösung in einem der Videos oder postet dort in den Kommentaren die Frage, da antworten neben mir auch andere Leute. Es gibt Genau. übrigens, vielleicht kann ich das auch kurz sagen, es gibt auch ein deutsches DaVinci Resolve Forum. Heißt, glaube ich, einfach DaVinci Resolve Forum. Da sind auch viele aus der YouTube-Szene, aber auch viele Profis tätig. Es gibt einen Discord zu DaVinci Resolve, wo selbst zu den absurdesten Nachtuhrzeiten noch Fragen beantwortet werden. Also da gibt es auch ganz viele Antworten. Okay. Genau, dann die letzte Frage, wie strukturierst du deine Daten? Deine Medien, sorry. Meine, da gibt es im Prinzip tausend Möglichkeiten. Ich habe, das hat jetzt weniger was mit DaVinci zu tun, tatsächlich einfach eine standardmäßige Ordnerstruktur, die ich nutze. Ich zeige es euch jetzt hier quasi mal. Das ist mein Musterordner, den kopiere ich immer, wo mein ganzes Zeug reinkommt, wo ich dann eben Rohmaterial, ich sortiere immer nach Datum und Kamera. Sprich, wenn ich einen Dreh habe, der nur aus einer Kamera besteht, baller ich das alles rein. Ansonsten sortiere ich eben immer nach Datum und Kamera. Ich denke, das ist relativ schlüssig. Ich gucke, dass ich Animationen, Grafik, Audiosachen, Musiksprache, also einfach immer alles schön sauber, da bin ich so ein bisschen frickelig, in Unterordnern. Und die ziehe ich dann in der Form, wie sie sind, auch direkt in DaVinci rein. Wichtig zu wissen, wenn ihr einen Ordner einfach so hier ins Hauptfenster reinziehen würdet, in den Mediapool, dann wird er nicht mitsamt seiner Unterordner übernommen. Damit das passiert, müsst ihr ihn sozusagen hier oben links auf den Masterordner ziehen. Dann wird der Ordner mit seinen Unterordnern übernommen. Und auf die Weise ist die Struktur, die ich quasi hier im System habe, wird direkt ins Programm übernommen. Und ja, dann ist das im Wesentlichen. Teilweise arbeite ich dann so, dass ich bestimmte, ich mache das mal weg, dass ich bestimmte Sachen schon mal in einzelne Timelines vortrenne. Zum Beispiel habe ich jetzt vergangene Woche an einer Doku fürs ZDF geschnitten über einen Behindertensportler, ist seit Samstag in der Mediathek, sehr schön geworden. Und da haben wir unheimlich viele O-Töne gehabt. Und da ist es so zum Beispiel, dass ich jedes Interview, teilweise 20 Minuten, immer in eine eigene Timeline gepackt habe. Was den Grund hat, der Redakteur, mit dem ich arbeite, der guckt sich das Material an, der hat die Timecodes, die beginnen immer bei Null. Deswegen habe ich dann zum Beispiel halt jedes Interview in einer eigenen Timeline, habe, wie ich es hier gezeigt habe, die dann gestackt und konnte auf die Weise zwischen den Interviews hin und her springen, immer mein Zeug raussuchen und in meine Master-Timeline schieben. Das mache ich aber wirklich nur bei größeren Projekten, wo das nötig ist. Ansonsten reicht es für mich in der Regel vollkommen, meine klassische Ordnerstruktur, die ich hier im Explorer habe, quasi einfach das Programm reinzuziehen. Ups, aus, fertig. Ja, super. Ja, sonst habe ich hier nur noch einige Danksagungen und Fragen, ob du öfters Webinare gibst. Das kannst du dir dann ja überlegen, Andreas. Genau. Und Also habe ich bisher tatsächlich schon öfter meistens Einsteigersachen. Von daher, wann immer es sich mal ergibt. Wird ja, bestimmt super. immer wieder Gelegenheiten geben. Wenn, dann publiziere ich es auf meinem Kanal. Top. Genau, dann einfach nochmal ein Dankeschön an die vielen Teilnehmer und ich wünsche allen einen schönen Abend und ja, ihr kriegt auf jeden Fall die Aufzeichnung dann morgen zugeschickt via E-Mail und wir laden das so schnell wie möglich dann auf YouTube hoch, dass ihr euch das dann mehrmals auch angucken könnt, weil es ja schon sehr viele Informationen waren. Danke nochmal an Andreas und ja, ich würde dir das letzte Wort gerne übergeben. Ja, also du hast eben gesagt, es war sehr viel Information und ich hatte aus Angst, dass es nicht reichen könnte, noch ein paar Sachen mehr. Also ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich hoffe, es war jetzt nicht zu schnell. Es ist immer ein bisschen schwierig bei solchen Runden, weil ich ja auch nicht weiß, was euer Vorwissen ist. Jemand, der das Programm gut bedienen kann, konnte mir jetzt hoffentlich gut folgen. Bei jemand anderem kann ich dann nur appellieren, schaut es euch nochmal an. Aber ich weiß, weil das selbstgelernte Dinge sind, dass einige Sachen davon mir, bevor ich die Lösung wusste, die ich euch jetzt gezeigt habe, so trivial sie teilweise auch klingt, viel Kopfschmerzen bereitet hat. Und mit solchen kleinen Kniffen werdet ihr schneller und sorgenfreier schneiden können. Ansonsten habt einen schönen Abend, bleibt gesund und ich glaube, man kann es fast schon sagen, frohe Weihnachten, oder? Ja, fast. Dann
Man Ciao, ciao. sieht sich. Ciao, ciao.